Hallo und herzlich willkommen zu Baufolgen von Wism. Mit von und zu Nephias. Hallo. Und von und zu Tore. Hallo, wir machen jetzt ein Duell hier auf dem Wasser. Ich gewinne. Grob einmal. Oh nein! Hört ihr jetzt auf damit? Nee, komm zurück, Nephias. Ich wollte noch meinen Zauber testen. Achso, ja, mach. Jetzt sterbe ich ins Sinn. Der heißt ja Kartoffelbrei. Okay, kriege ich jetzt Kartoffelbrei ins Gesicht. Ja, wir gucken mal. Ich brauche... Wo ist mein Dick-Zauber? Ach, da. Der dicke Sack. Ah, das ist ja ein Projektil-Zauber. Big ich Dick weiß, heißt passiert, das. Kannst der. Auch gut. Greift er mich an? Seit wann seid ihr denn ein Fan von Ars Magica? Weil alles benutzen und wir uns gezwungen fühlten, das zu machen. Wie ist der Useless Goro? Ich dachte, der greift dich an. Ich glaube, der ist kaputt. Vielleicht ist es nicht Nacht. Hast du einen nutzlosen Zauber gecraftet? Darf ich ihn anzünden? Wir wissen noch nicht, ob es nutzlos ist. Lass ihn erstmal noch ein bisschen schwimmen. Okay, ich gehe. Warte. Ah ja, okay, geh mal ruhig. Was denn? Hä? Was macht der Goro bei? Was war das? Can't have. Er brennt, Goro! Kann ich nur einen erstellen? Was ist denn? Ja, anscheinend. Vielleicht musst du jetzt neue Essenzen sammeln. Alter, ist das scheiße. Was denn? Ist jetzt die Essenz wieder leer? Nee, es ist alles cool, aber ich kann scheinbar nur einen erstellen. Hätte ich mal lieber einen Gast geholt oder so. Ach Mann, Goro, alles umsonst. Ja, Goro macht nur Murks hier. Murks. Ich habe einen mächtigen Zauber erstellt. Ich kann Zombies erschaffen. Krass. Was sagst du dazu, Anne? Finde ich voll heftig. Bin ein Nekromant, weißt du? Ich möchte einmal Anne in diesem Projekt begegnen. Wie? Im Duell oder was? Nein, jetzt in echt, ich komme jetzt zu dir rüber. Ich stell dir jetzt, okay, was hier im Haus steht, wie es. Was hast du mir jetzt einen Zombie da reingestellt? Ja, ich weiß noch nicht, greift er jetzt ab. Du darfst dich auch einmal neben meinen Regenerationskristallen stellen, wenn du willst. Ich darf dich von der Straße weg. Du darfst nicht? Der läuft nicht mal rum, der macht gar nichts. Okay, ich bring dir trotzdem was Cooles mit, okay? Oh, der Manus kommt auch. Sogar mit Blau, wa? Er ist ja auch der. Ach, die feine Herrschaften. Mein Zombie ist so useless. Da ist mein Zauber nützlicher geworden. Ohne Scheiß. Haben wir noch eins Kartoffelbrei. Also. Ich mach dir auch einen, wenn ich mal. Eigentlich, ich weiß nicht, ob ich genug Essenz habe, dann kann ich da auch einen machen. Ich habe eh noch einen Zauberstab über, den kannst du eigentlich haben, theoretisch. Was macht der Manus? Ich erklär's dir, wenn du ins Dorf kommst. Bin dabei. Ich wäre fast gestorben gerade. Der Regen-Kristall hat mich gerettet, ey. Hui. Was macht der denn? Ist der Manus. Hat er sich zu einem Hitler entwickelt? Hitler? Ist er jetzt bei euch der Hitler? Alles gut. Team, oder? Der Hitler. Dein Hund sitzt immer noch hier in meinem Haus. Ja, ich weiß. Weiß nicht, was er macht. So, wo ist denn die Straße? Ich darf ja nur über die Straße laufen. Bist du jetzt schon da? Ja. Krass. AGP kann nichts geklaut haben. Mir fehlt nämlich nichts. Die Kiste ist immer noch voll. Bin gleich da. Vielleicht hat er auch wieder den Falschen ausgeraubt. Nee, er hat mein Altar hat er gesehen. Ja, und er hat auch zwei Sachen bei mir geklaut, aber. Weißt du, es ist halt trotzdem. War das hier mal ein Duellplatz? Enderman. Oh, Enderman. Wie viel ist ein brennender Enderman rum? Direkt daneben war mal ein Duellplatz, ja. Wenn ich die Magierstraße finde. Oh, Nephias, ich will auch zu den Magiern. Dann komm doch. Jetzt komm halt, ich warte hier schon auf dich. Wenn ich die Straße von euch finde. Die ist in der Mitte. Da. Wie kann die so schwer zu finden sein? Ja, das Problem ist, wo ist der Eingang? Das ist immer so ein Ding. Hier ist er. So. Wo bist du denn jetzt? Bin da. Hui. Ja, wo? Ah, da, guck. Hier, hallo. Hui. Hallo. Guck, stell dich mal da hin. Was hast du denn?
Boah, die Magier schenken mir Erfahrungspunkte, Goro. Cool, ne? Bleib da, bleib da. 2 Level, 3 Level. Oh, jetzt macht sie ihn wieder weg. Ja. Bin genug, auch gleich da. Genug geschnurrt. Boah, 4 Level doch, gekriegt. Ist doch nix. So. Anne. Ja. Was jetzt? So, geh mal nicht dahin. Willst du mal wissen, was unter eurer Stadt ist? Fällt man da runter, oder wie? Ja! Oh Gott, wir. Das war. Den hast du doch auf mich angesetzt. Ja, ja, den habe ich mit meinem magischen Zombie-Spawn-Zauberstab, habe ich den. Nein, Luther! Scheiße, warte. Komm her, gib mein Schwert. Ich darf nicht von der Straße, es tut mir leid. Aua. Noch ein Luther. Warte, den bekämpft man am besten. Mach keinen Scheiß, der schubst mich ins Loch. Ich wollte den runterjagen. Den bekämpfe ich immer mit einer Axt, die lootet der nämlich nicht. Kommst du jetzt auch noch, Goro? Ja, ich bin gleich da. Hör auf, Katze. Mein Kater liegt in letzter Zeit immer vor mir und drückt auf die Leertaste. Der trollt mich voll. Der trollt mich. Hier muss doch noch irgendwo ein Holz drin sein. Ja, genau, ich sehe das doch. Hör auf, Katze, mach keine Geräusche. Psst. Maro guckt ganz kritisch. Bin gleich da, Leute, ich bin gleich da. Hallo. Kann den Rucksack. Den Walk of Shame schon sehen. Alle gucken so hier. Manus schwimmt Diamantschwert, ey. Pass auf, Anne, geh nicht rein. Oh. Die springen da doch rein, hör auf mit dem Scheiß. Ey, guck mal, was ich kann. Guck mal, was ich kann. Pass auf. Holst jetzt einen Zombie? Und nicht den Zombie. Ah, jetzt, warte. Der macht aber nichts, Goro. Das ist völlig useless. Komm, wir gehen. Au. Hä? Achso, er ist gesprungen. Wo bist du denn? Er kann fliegen. Nee, das ist Slowfall, so wie du hattest. Achso, der ist Slowfall. Also langweilig. Aber wisst ihr, was geil ist? Wisst ihr, was geil ist? Slowfall mit Jump Boost. Was läuft denn die ganze Zeit in mich rein? Ich will ihn am liebsten hauen. Komm, es ist eine Billigfolge, wir gehen. Eine Billigfolge. Warte, Tore. Au. Ja? Stellt sie jetzt auch Kristalle hin? Das habe ich schon bei Julia gesehen. Sie hat das unten im Keller drin. Mhm. Ja. Ja, ich weiß, halt wie es bei euch in den Häusern aussieht. Was ist das denn da hinten für ein Haus? Warst du überhaupt schon in meinem oder hast du nur die Folge angeguckt? Nee, ich habe nur die Folgen angeguckt. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Haus aussieht. Ich durfte dich ja noch plündern. Ich musste ja gegen dich kämpfen. Ja. Und als Nefias gegen dich gekämpft hat, da. Erne! Ja, Erne. Ich lasse noch was da. Zombie oder was? Danke. Du bist zu gut zu mir. Der greift dich nie an, glaube ich. Nee, tut er auch nicht. Hallo! Ein Schwein, hallo. Musst du irgendwie noch Evilness in den Zauber packen oder so? Der läuft dir hinterher! Ja, der ist ja. Der folgt vielleicht dir. Greift der nur an, wenn du angegriffen wirst, wie ein Hund, weißt du? Das kann sein, greif ich mir an, Anne. Nee, ich darf nicht. Ja, mach mal, es ist ein Zombie. Ich darf nicht. Ich bin hinter dir. Ich darf dich nicht angreifen. Hau mich einfach. Nein. Dann komm zu mir, ich mach das. Soll Nefi dich angreifen? Anne. Nein. Anne! Du willst, ich muss jetzt echt. Dann heißt es wieder, ich leg die Regeln zu großzügig aus. Nee, nee. Manus, hau mich mal! Der macht das, keine Frage. One-Hit-Dead. Ey, ohne Scheiß, pass auf, was der für ein Schwert hat, ne? Ohne Schwert natürlich. Darf ich High-Five machen? Ja, schreibt das lieber noch dazu. Aurora-Block, was ist denn das nochmal Cooles? Wieso habe ich das? Der macht nichts, der Zombie. Der steht nur daneben. Das ist heute die heutige Gesellschaft, weißt du? Wenn was passiert, dann... Der macht einfach nichts, der ist total useless. Total useless. Was hast du da für einen Scheiß gebaut? Hast du mir der Drecks... Komm, cool meine damit hast du die letzten 5 Folgen verbracht. Das ist schon so ein bisschen sad jetzt auch, ne?
Er hat sich so viel Mühe gemacht. Er stand stundenlang an einem Zombie-Spawner, weißt du? Ich bin in die falsche Richtung gelaufen wieder mal. Also mein Orientierungssinn, wa? Ich hoffe, du hast das Hau markiert. Ja, hab ich. Hause. Cool. Hause. Oh, das heißt ein armer Erzmagier. Ist der nur am Schnorren hier? Ein EP-Studio einrichten. Oh, gleich drückt die Katze wieder auf den Knopf, wenn ich sie Ein EP-Studio. Ja. Wann kommt denn das erste Album? Das werdet ihr nie erfahren. Anonymous, jetzt wird's ernst. Jetzt im Handel. Goro ist gleich eher zu Hause als ich, weil ich hier nicht vorankomme gerade. Wieso? Passiert immer irgendwas Spannendes unterwegs, oder wie? Das und ich bin zu blöd, meinen Zauber zu benutzen. Bing. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Anwalt. Ich wollte eigentlich sagen, ich habe einen Anvil. Ich habe einen Anwalt. Ja, das, so ein Anvil kann man auch als Anwalt benutzen, also aber nur einmal. Einmalige Benutzung. Bing. Das ist so geil, wie das klingt, wenn man ihn hinstellt. Ist auch bei Lucky Survival Games immer so, dass dann auch mal der Anwalt, wenn der Anvil vom Himmel fällt. Lucky Survival Games brauche ich eigentlich nochmal folgen. Ja, können wir aufnehmen. Heute kam die Beschwerde, meine Folge sei zu kurz gewesen, ey. Echt? Ja, nur jetzt ist es soweit, wa? Ja, das finde ich man echt dreist, ne? Man kann die Magier-Enderman gar nicht anzünden. Nicht? Vielleicht sind die feuerimmun. Sag mal, wisst ihr, was es bei der Verzauberung Fiery Aura, oder was war das? Was es damit auf sich hat? Denk doch mal nach. Ja, ich habe das gemacht. Ich habe das hier drauf auf meiner Hose, aber es passiert nichts. Auf der Hose direkt? Und wird warm? Wie wird warm? Die Hose oder was? Ja. Nein. Fiery, das ist ja Fiery Aura ist Aura, Fiery, der Aura. Nicht Fiery, habe ich das ja falsch Fiery, gelesen? Genau. Ah, ich bin ja auch dumm, ne? Ich lese das die ganze Zeit falsch. Was heißt das denn, Fiery Aura? Was macht das? Müsste ich jetzt googeln, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, ich probiere das nämlich gerade alles aus, weil ich habe ja so viel EP, dann kann man ja mal was aus, kann man sich ja mal was gönnen, ne? So. Ja. Ja, die Folge wurde gut genutzt, es tut mir leid, Leute, aber einmal die Magier besuchen, muss auch mal sein. Ja, wir haben, es gibt ja. Die haben ja auch sonst keine Freude, ne? Es gibt ja nie die Möglichkeit, die anderen zu sehen. Bei Trust and Betrayal war das ja doch ganz geil. Ja. Kommt mal eben gucken, was die anderen so machen. So, was mache ich denn jetzt hier? Ich wollte ja hier mein Verzauberungsstudio einrichten. 20. Endlich bin ich wieder zu Hause hier bei uns. Endlich wieder zu Hause. Weißt du, ich war so stolz, dass ich jetzt endlich Potions brauen kann, ne? Hier mit meinem Brewing Stand. Und, hab festgestellt, dass das eigentlich gar nicht so geil ist. Weil das mega. Weil das. Die Sachen, die du damit machen kannst, sind verhältnismäßig ziemlich teuer in der Herstellung. Unsichtbarkeitstränge sind geil. Ja, aber die kannst du halt auch nur nutzen, wenn du keine Rüstung anhast. Das ist richtig. Aber beim Plündern brauche ich keine Rüstung haben. Beim Plündern nicht unbedingt, ja. Was willst du denn beim Duell unsichtbar sein? Da gibt ja mal so gar keinen Sinn. Beim Duell unsichtbar sein? Warum denn nicht? Na gut, du müsstest die Rüstung ausziehen. Das du könntest kacke. Doch, guck mal, du könntest doch beim Duell nur Zauber benutzen und ohne Rüstung unsichtbar durch die Gegend fliegen. Warum nicht? Da sieht man dich doch nicht. Ja doch, immer, man sieht immer so ein bisschen, weil immer ein bisschen Schimmer siehst, hat man so sich. Du siehst immer so einen kleinen Schimmer. Ja. Aber ziemlich schlecht. Und wenn du da noch irgendwas anderes nimmst, wie Nausea, wie heißt das, also wo einem so schwindelig ist oder wo man irgendwie die Orientierung verliert oder so, da hast du doch keine Chance, den anderen zu sehen. Ja, das kann sein. Darf ich überhaupt skillen in der Baufolge? Also ich habe da nie geskillt. Du darfst eigentlich nichts machen, was dich magisch weiterbringt. Bringt mich das magisch weiter? Darfst du nicht. Ja. Ich denke, wir sind in einem Team. Reiz es nicht aus! Was, ihr seid im Team? Sonst komme ich mit meinem Loch. Oh, oh. Ach nee, ich habe noch ein paar Sachen für dich, die hätte ich dir natürlich gleich sofort geben können. Ne? Ich brauche Steinstufens. Stufen. Ja, Leute, diese Baufolge habe ich nichts geschafft. Ich auch nicht. Ich schon. Also, wenn ihr spannende Baufolgen sehen wollt, dann. Ich war gerade voll perplex. Okay, ich höre auf. Guckt bei mir vorbei. Wir sind in der Baufolge. Nicht bei diesen Noobs. Und ich habe was in meinen Ofen gelegt. Das durfte ich gar nicht. Kommt drauf an, was, ne? Wenn du jetzt Steaks in den Ofen gelegen hast, dann ist das nicht so schlimm, ne? Nefi. Aber ich meine, es waren keine Steaks. Sonst würde ich jetzt nicht sagen, oh nein. Aber es hat mich jetzt auch nicht magisch weitergebracht, von daher. Ich stelle jetzt mal in der Zwischenzeit, wo ich hier arbeite, die EP-Kristalle hin. Ne? So. Was hast du gemacht, Goro?
Achso, du schmeißt. Hat sie nicht gefressen? Hat die keinen Bock oder was? Nee, eben hat sie nicht gefressen. Okay. Wer frisst nicht? Meine Kiste. Seine Kiste. So. Der einzige Weg, dass ich Sachen aus dem Inventar rauswerfen kann und Nephias kann sie kriegen, wenn er nicht da ist. Genau. Ich brauche auch noch Ich habe eine Hungry Chest, die isst Sachen auf, die vor ihr liegen. Wann kriege ich meine Hungry Chest? Du kriegst keine, das ist eine Einbahnstraße. Eine Hungry Chest? Ja. Ich gebe ihm immer so viele Sachen. Und ja, und er wird es nie erwidern. Das ist eine Einbahnstraße. Gucken, ja. Darf ich ja nach der Hungry Chest. Warte mal. Aber nicht anfassen. Nee. So, mein Kartoffelbrei-Zauber kommt jetzt erstmal in die wichtige Zauberkiste. Kartoffelbrei. Ich kann die ja. Nicht mehr bauen. Geht nicht mehr, ist kaputt. Geht ja. Nicht mehr? Geht doch, nur einmal, oder was? Ich kann dir eine bauen in den nächsten Folgen. Pass mal auf. Ich baue dir eine. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Guck mal, dann baue ich mich da drunter. Ich wollte den Zauber nämlich eigentlich eh in den Mai-Flieg-Los-Kartoffelbrei nennen, aber so viel Platz hat man in der Spalte ja nicht. Er hat Spalte gesagt. Okay. Werd mal erwachsen, ey. sagt der Mann mit Milchbart, ey. Milchbart? Take that. Denkt sie so. Jetzt ein Glas Milch. Oh, mit Keksen. Oder Erdbeeren. Oreo. Kekse. Erdbeeren? Erdbeeren. Milch mit Erdbeeren habe ich noch nie gehabt. Was? Sag ihm, dass das gut ist, Tore. Das ist total ekelhaft. Lüg nicht, du hast mir schon Bilder geschickt, wie du dir Milch mit Erdbeeren gemacht hast. Die Bilder will ich sehen. Ist ja widerlich, wie er sich anbiedert hier bei seinem Vorbild. Ah, nee, die Bilder will ich nicht sehen, weil vielleicht hat er sich damit eingeschmiert oder so. Hab ich alles in eine Badewanne gekippt. Und sich reingelegt. Ja. Yeah. Ihr kennt doch den Spruch, da könnte ich mich reinlegen, ne? Ja. Du hast das Wort, du hast es wörtlich genommen, manchmal, ja? Manchmal mache ich auch gerne Ernste. Oh, das ist so lecker, da könnte ich mich reinlegen, du. Sagte er zu einer Schnitzelpfanne. Ja. Das ist eine Schnitzelpfanne. Du musst dich da in die Schnitzelpfanne reinlegen, wenn die noch ein bisschen warm ist. Aber wisst ihr was? Ich esse heute keine Schnitzelpfanne, ich esse heute was Geileres. Was denn? Döner. Nee, ich habe gestern Pfannkuchen gemacht. Oh, Pfannkuchen. Könnte ich auch mal wieder die machen. Pfannkuchen, die er gestern abgebrochen hat, als er gesehen hat, dass Julia online geht. Das hat nichts mit Julia zu tun. So, oh Gott, die. Oh, jetzt ist ich wollte eigentlich gerade Pfannkuchen machen, aber Evi, Julia zockt gleich. Ach, so war das. Aha. Ja, so war das. So. Es hat ja auch geklappt. Also es ist alles gut gegangen. Ne? Muss man uns Hexern ja auch mal lassen. Nephias und ich, wir sind die hier die Duellstatistik auf jeden Fall hochhalten. Die. Hey, ich habe auch schon 2 Duelle gemacht. Ja. Ja, aber auf der Hexerseite, wer macht denn sonst noch Duelle? Dalo ja, Manus würde ja gerne, ne? Achso, bei Hexern meinst du. Darf aber nicht fordern. Manus wird die ganze Zeit gerne, aber er darf ja nicht. Also wenn ihr ihm eine Freude machen wollt, dann fordert ihn mal. Schreibt ihm Brief oder was? Fordert ihn mal. Achso, naja, was? Der hat gar nicht so viel, ganz ehrlich. Ich kann ja nicht gegen ihn kämpfen. Ja, aber Nephi könnte ihn fordern. Nephi könnte ihn fordern, aber Nephi hat ja gerade ein Duell gegen Julia gehabt. Wir müssen erstmal die Einfachen abfrühstücken. Nützt ja nicht, ja, aber Manus ist ja gar nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, was ihr, wieso überhaupt gegen Manus. Der ist auch nicht schwer, wenn ich mit dem fertig bin nächste Woche, dann hat sie das nicht. Nee, ich meine es ganz ernst. Ich meine, ich freue mich ja, dass Manus so oft gewonnen hat, aber ich frage mich ehrlich gesagt, warum, weil er hat wirklich nicht viel. Er hat gegen Shigu gewonnen, die dachte, dass das ein Zauberduell wird. Und er so, wir haben übrigens 19 Minuten. Okay. Ja, dann bearbeiten wir diese Frage auf jeden Fall in der nächsten Folge. Dann analysieren wir den Feind im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.